Okay, da ihr alle wissen wollt, wieso mein Eindruck war bei dem Dolby Cinema, was hier in München ist und ich heute Abend, also den Tag nach der Messe, weil ich ja noch ein bisschen hier unten im Süden bleibe, dann spontan nochmal entschieden habe, ins Kino zu gehen, und zwar in diesen Doctor Strange Multiversumsfilmchen. Ja, der Eindruck ist natürlich schon wirklich so, wie wir das auch schon in den zwei Videos einmal von Eindhoven und einmal von Salzburg präsentiert haben. Das ist schon ein einzigartiges Kino. Was ist einzigartig? Das Einzigartige ist auf jeden Fall die Helligkeit des Bildes, die Schärfe, die Klarheit, das Ganze in 3D. Das 3D-Bild ist, so hatte man damals uns gesagt, eigentlich heller wie ein 2D-Bild. Ich würde mal sagen, so aus der Erinnerung heraus kann man das sicherlich nachvollziehen. Das ist also ein mächtiges 3D-Bild. Der Trailer oder die Trailer, die wir vorher gesehen haben, einen Teil davon habe ich schon bereits bei uns im IMAX gesehen, was nun wirklich mit zu den besten Kinos gehört. Das ist das in Düsseldorf. Aber Fakt ist, hier bei dieser Geschichte, die wir hier im Dolby Cinema sehen, als Projektionstechnik, ist das Bild definitiv heller. Und die Bildruhe bei den 3D-Aufnahmen ist auch echt beeindruckend. Also da muss ich schon sagen, da geht mir schon ein Schauer rüber, wenn ich alleine an den Avatar-Trailer denke, der nämlich hier im Vorfeld auch lief oder im Vorprogramm lief. Da freue ich mich schon wirklich sehr auf den Herbst, und ich glaube, da müssten wir wahrscheinlich mal ein Wochenende in München verbringen, wenn ich den Film im Original sehen möchte, also Original in dem Fall, Quatsch, im Original Deutsch sehen möchte. Sonst können wir auch nach Eindhoven fahren, weil da läuft der Film im Original Englisch. Nein, also wie heißt es so schön, am Wochenende nach München, das Ganze angenehm mit dem Nützlichen verbinden, um dann den entsprechenden Film, der da heißt Avatar Teil 2, in 3D zu sehen. Das ist in diesem Kino schon eine echte Wucht, also der Ausschnitt auf jeden Fall. Und das, was da im Hintergrund ist, der Top Gun, der lief auch in der Form als 2D. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt als 3D kommt, aber in 2D, das war irre hell. Das war ein Wahnsinnskontrast. Der Trailer, der hier läuft, es gibt ja diesen Dolby Vision Trailer, den wir auch bei uns gerne immer wieder mal zeigen, der zum einen mal erklärt, was ist Dolby Atmos, und das andere ist eben, was ist eben hier die Technik HDR und Farbraum und so weiter. Ja, das war auch klasse. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr in dieses Kino geht, dann nehmt euch mal die Reihe G als Vorbild vielleicht. Ich habe die Tickets hier oder das Ticket, ich bin alleine hier, das Ticket habe ich hier ein paar Minuten vor dem Beginn des Films habe ich mir den online bestellt. Das ging ziemlich unkompliziert, als Gast einfach angemeldet, schnell per PayPal bezahlt. Zack, hatte ich hier mein QR-Code. Ja, das Einzige, was wirklich gar nicht wirklich gut war, war das Popcorn. Also ich glaube, da schmeckt das Füllmaterial bei uns im Lager besser. Also da wusste ich nicht, habe ich die Pappe in der Hand oder habe ich da Popcorn. Das war nun gar nichts. Also das muss ich leider so sagen. Ansonsten wird hier sehr nachhaltig gearbeitet. Man kriegt hier einen riesen Becher, den man dann auch wieder zurückgeben kann. Man hat eine tolle Brille auf. Das ist ja hier das Verfahren, was ja hier auch in Deutschland entwickelt worden ist. Ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, verdammt nochmal. Wir haben da auch schon in der vergangenen Tour berichtet. Also man hat so das Gefühl, es ist so eine leichte Farbe in den zwei Gläsern drin, ist es aber nicht. Und hat eben den Vorteil, dass man eben kaum Lichtverlust hat. Was den Sound angeht, muss ich sagen, war cool, gar keine Frage. Wie weit es in den oberen Effekten wirklich einen Mehrwert gibt, kann man immer schwer sagen manchmal. Warum? Weil die Lautsprecher ja generell ziemlich weit rechts, links oben sind, die untere Reihe also. Aber ich glaube, dass so bei den manchen Action-Szenen war da schon ziemlich umhüllend, und ich glaube, da haben die Jungs schon ganz schön Gas gegeben. Oder Mädels. Ansonsten der Film selber, naja, die Story ist, ich weiß nicht, wie viele Multiversen ich mir jetzt in den nächsten Jahren noch anschauen soll. Bombastisch sind die Bilder. Also was man einfach mit Computergrafik, man denkt, man hat alles schon gesehen, und schon wieder gibt es Bilder, die sich wirklich fast schon einbrennen. Das ist einfach Wahnsinn, was die sich da alles ausdenken, wie die das umsetzen und wie perfekt das alles umgesetzt wird. Da bleibt da manchmal leider eben auch die Story hängen, dass ich manchmal denke, na gut, jetzt wäre es vielleicht besser, den Film einfach mal ohne Dialoge zu gucken. Aber das ist meine persönliche Meinung. Also alles in allem, das Kino ist eine Wucht. Wenn man hier in München ist, sollte man versuchen mal, und man ist ein Kinofan, dieses Kino, egal was für ein Film eigentlich läuft, hier einfach mal zu erleben. Die Sitze, naja, die sind, sage ich mal, ein bisschen Standard. Man kann sie zwar ein bisschen bewegen, aber da habe ich auch schon bessere Sitze erlebt, also gerade im IMAX. Aber gut, hier ist wirklich der volle Fokus auf das bestmögliche Bild und den bestmöglichen Ton. Und vom Preis her, ich glaube, ich habe um die 16 Euro bezahlt, würde ich sagen, ist heutzutage jetzt, wenn man in einem Großstadtkino, was mit dieser Technik arbeitet, jetzt nichts Außergewöhnliches eigentlich mehr. Muss man akzeptieren, 10 Euro für das Popcorn, wie gesagt, das war ähnlich wie unser Füllmaterial. Ich glaube, das schmeckt sogar noch besser. Das war leider nicht so dolle, aber der Rest war wirklich gut, Service war super. Und ja, beim nächsten Besuch werde ich mal schauen, was hier für ein Film läuft, dann werde ich wieder hier reingehen, weil das lohnt sich schon. Parkplätze gibt es ja hier in der Umgebung anscheinend auch, weil ich habe für meine Karre einen gefunden, und das heißt dann schon was. Ja,
Also, ich wünsche euch weiterhin viel Spaß mit dem Thema Heimkino und bitte vergesst das große Kino nicht, geht da auch regelmäßig hin. Und hinter mir ist definitiv ein Grund, diesen Film auf der wirklich großen Leinwand zu erleben. Bis dann.